So, da sind wir schon wieder zurück mit den ganzen neuen Missionen. Nämlich, wir können ja jetzt Milas freischalten, ob entweder in der Ghost- oder in der Shadow-Variante. Wir fangen hier mit der ersten Aufgabe an, nämlich durchsuche Truhen in verschiedenen Matches. Was müssen wir da machen? Ganz simpel, wir müssen in 7 verschiedenen Runden jeweils eine Truhe öffnen. Wie das Ganze funktioniert, ich denke eigentlich, da muss man nicht viel zu sagen, aber ich werde es euch natürlich trotzdem zeigen. Einmal ab in die Gruppenkeile und dann werde ich euch natürlich zeigen, was ihr machen müsst. Also nochmal kurz erklärt: In 7 verschiedenen Runden. Also wundert euch nicht, warum ihr 7 Kisten in einer Runde öffnet und es zählt immer nur eine. Es liegt ganz einfach daran, man muss, wie gesagt, in 7 verschiedenen Runden eine Kiste öffnen. Also es bringt nichts, wenn ihr 3, 4 in einer Runde öffnet, sondern wie gesagt, in jeder Runde eine Kiste, könnt ihr euch ausloggen, eine Kiste, könnt ihr euch wieder ausloggen, eine Kiste, könnt ihr euch wieder ausloggen und das Ganze halt 7-mal. Wenn ich dir damit schon helfen konnte, würde es mich freuen, wenn du mir natürlich ein Abo dalässt, weil wir stehen jetzt kurz vor den 4000 Abonnenten und ihr wisst doch, Support ist kein Mord. So, dann du siehst unten links Skin-Verlosung. Ja, du hast recht, es wird eine Skin-Verlosung geben und zwar jedes Mal im Livestream, wenn ich Solo-Matches mache und wenn ich dann Sieg raushole, dann habt ihr natürlich die Chance, einen Skin zu gewinnen. Also noch ein Grund mehr, ein Abo da zu lassen, Glocke aktivieren, ab und an mal im Stream vorbeischauen und dann einfach mal, vielleicht bist du einer der glücklichen Gewinner, die einen Skin bekommen. So, wo lande ich jetzt hier? Bam. Ich würde sagen, landen wir da hier oben mal. Einfach nur gerade schnell eine Kiste öffnen. Wie gesagt, ich zeige euch das jetzt ganz entspannt. Wo haben wir denn ganz schnell eine Kiste? Gehen wir direkt dahin. Weil, wie gesagt, viele denken halt. Aha, der Kleider ist gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich eigentlich die Variante gar nicht so mag. Ich glaube, ein bisschen Loot holen. Ich zeige euch, wie gesagt, ganz simpel. Zack, haben wir eine von 7 geöffnet. Wo ist die nächste? Dann gehen wir gerade noch dahin. Ich will euch nur gerade zeigen, dass es halt nicht so funktioniert, wie ihr wahrscheinlich denkt. Jetzt machen wir die zweite Kiste auf. Zack, wie ihr seht, es zählt nichts. Also raus hier. Also einfach rausgehen aus der Runde, nächste Runde starten und dann habt ihr die zweite Kiste. Und wie gesagt, das müsst ihr halt 7-mal hintereinander machen und dann denke ich mal, werdet ihr die Aufgabe auch ganz entspannt geschafft haben. Wir gucken gerade mal, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle, aber ihr habt ja gesehen, ich habe die zweite Kiste geöffnet und es ist halt einfach nichts passiert. Man muss halt, wie gesagt, in allen Runden jeweils eine Kiste öffnen. Wir gehen ganz schnell rein. Bam, 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 bam. Weil ich denke mal, da werden sich viele wundern, hey, warum zählt die Aufgabe nicht? Aber wir werden da ganz schnell eine Lösung finden. Weil, hört genau zu, 7 verschiedene Runden. Heißt, ihr müsst euch 7-mal neu einloggen. Also nicht einloggen, sondern eine neue Runde starten und da jeweils dann eine Kiste öffnen. Eine haben wir jetzt geöffnet, die zweite hat wie gesagt nicht gezählt. Jetzt müssen wir nur gerade in die nächste Runde rein und dann habt ihr das Ganze eigentlich auch schon. Wie gesagt, 7-mal. Und wie gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Kostet euch ja nichts, ihr wisst es doch. So, da, wo gehen wir jetzt hin? Ach, ich würde sagen, wir springen einfach direkt raus, damit wir das ganz schnell hinter uns haben. Und zapp, komm raus da. Raus. Raus. 2, 1 und Abfahrt. Ja, im gleichen Park muss ich eh noch Kisten öffnen durch die Tagesaufgabe. Also nicht wundern, warum ihr die Aufgabe nicht habt. Ist einfach nur eine stinknormale Tagesaufgabe. Sieht schon krank aus mit dem Gleiter. So. So, hier nämlich auch schon bei Kiste Nummer 2 dann. Das war die falsche Aufgabe, die sie gerade anzeigen. Da ist die richtige. Wie gesagt, wir müssen 2 Kisten aufheben. Beziehungsweise insgesamt 7 halt. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, gerne auch ein Abo da lassen, Like da lassen.
Dann würde ich sagen, in dem Sinne, erstmal danke fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin, sammeln mal gerade hier für meine Tagesaufgabe noch alles fertig. Für alle Supporter, danke jetzt schon mal, dass ihr noch dabei seid. Und wir dürfen ja nicht vergessen, warum lade ich genau so eine Aufgabe hoch? Ich habe schon mal gesagt, ich lade halt wirklich alles hoch. Damit halt auch die Kleineren, die sich dann halt wirklich fragen, warum funktioniert bei mir die Aufgabe nicht? Ihr werdet nicht glauben, wie viele da wirklich verzweifelt. Die öffnen Kisten und Kisten und dann, hä, warum zählt bei mir jede Runde nur eine Kiste? Ist ja voll bescheuert. Aber auch die müssen natürlich ein bisschen Hilfe bekommen. So. Ja, jetzt habe ich hier noch einen bei mir. So, darauf habe ich eigentlich jetzt überhaupt keinen Nerv. Ach, warum müsst ihr denn hier sein, Mensch? Ich will doch nur meine Tagesaufgabe fertig haben. Bam, 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 bam. Das verstehe ich halt auch nicht. Warum kommen die dann dahin, wo schon einer am Looten ist? Macht doch gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ist er jetzt in dem Haus schon gelandet? Hier war er auch schon. Ja. Oh, nervig. Ich hoffe, er war beim ersten Haus noch nicht. Ich muss sagen, der Kleider ist verdammt laut, ne? Der Kleider ist echt laut. Aha. Ehre. So, dann gehen wir nochmal runter in den Keller, da haben wir ja noch eine Kiste. Hä? Wann sind denn hier die Wände so? Haben die irgendwas geändert an der Grafik? Sieht nämlich irgendwie so anders aus. So, die 7 Kisten haben wir jetzt auch schon geöffnet. Zack, Level 200 kommt immer näher. Aber ich glaube, ich muss hier nochmal die Zugskisten öffnen, weil ich mich ja eben nicht verguckt habe. Gucken und wie gesagt, alle die jetzt noch da sind, vielen Dank für euren Support. Wir hatten die Diskussion schon ja in Anführungszeichen öfters. Hey, warum hast du 10 Minuten Videos? Ganz einfach, es geht nicht darum wegen der Werbung etc., aber es macht halt verdammt viel aus, ob ein Video 10 Minuten dauert oder eben nur 2 Minuten. Weil ganz ehrlich gesagt, man kann ein Video auch 10 Sekunden machen. Da brauche ich inzwischen nur noch ins Menü reingehen. Zeige euch ganz entspannt, so und so müsst ihr die Aufgabe machen und dann ist die Aufgabe auch erledigt. Da brauchen wir jetzt wohl nicht drüber zu diskutieren, weil das ist wirklich so. Rein theoretisch muss man videotechnisch da gar nichts mehr großartig zeigen. Da kann man kurz ein Bild einblenden, da und da ist die Aufgabe und das war's dann. So, wir brauchen jetzt noch eine einzige Munitionskiste. Ich glaube, hier ist jetzt schon alles gelootet. Hat er die gelassen? Ne, da ist keiner. Dann, bababam, hier ist auch keiner. Auf dem Dach vielleicht noch. Ne, hier ist auch keiner. Oh, fehlt mir jetzt echt eine Munitionskiste. Gucken, ob hier im Dach noch eine ist. Ah, hier hat er schon alles gelootet. Bababam, 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 bababam. Fehlt mir jetzt echt eine Munitionskiste. Es sieht echt so aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hier noch hingehen kann, wo wahrscheinlich noch eine sein wird. Weil die Aufgabe würde ich halt schon noch gern fertig haben. Das ist halt immer blöd, wenn die Aufgaben angezeigt werden. Normale Kiste, ich brauche Munitionskisten, Leute. Keine normale Kiste. Noch eine ist. Oh, der Kleider ist echt extrem laut, ey. Hier noch eine? Natürlich nicht. Wenn man einmal Munitionskisten braucht, findet man keine. Aber gestern der Dead One, ey, der war ja echt schon. Munitionskiste. Es gibt's ja nicht. Jetzt finde ich nur normale Kisten. Zack, 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 zack. Aber gleich bin ich eh tot. Ich werde wohl noch eine normale Munitionskiste hier finden, ey. Da war schon einer. Hey, komm, land schneller. Zeit. Ah, da oben ist noch einer. Und zack. Na, es fehlt mir noch eine. Ups. Ich habe gedacht, mir fehlt nur noch eine.
einmal sterben. So, damit würde ich erstmal sagen, dass ich den Rest kriege schon irgendwie alleine hin. Erstmal danke fürs Zuschauen, danke für euren Support und in dem Sinne gehe ich gleich direkt zur nächsten Aufgabe und haut rein.